Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir gucken mal, ob wir mit Nancy hier was reißen können. Oh, ein Schweinchen. Nicht cool. Zumal der Generator hier richtig gefährlich ist. Weil man das Schweinchen auch nicht sieht. Das Schweinchen kommt dann wahrscheinlich um die Ecke gesprungen. Und ich bin die Obsession. Oh. So, der Generator, das ist halt, ne? Okay, sie jagt aber. Wenn ich jetzt sie hier hören würde, dass sie ihr Grundsprungangriff macht. Ich wüsste nicht, aus welcher Richtung sie kommt. Wahrscheinlich von der Palette. Oha, und sie hat K.O. dabei. Oder bin ich blind? Da hat sie sie weggezogen, dass sie gar nicht lag. Ich habe jetzt nicht. Ich hab mich auch verpasst. Ich sag ja, sie kommt aus Richtung Palette. Uah! Sie folgt mir noch. Ich wusste nicht, dass dort offen ist. Ich dachte, das ist eine Safe Palette. Nein! Sie hat mich gleich, oder? Schaffe ich das noch? Sie hat tatsächlich K.O. dabei. Hab ich richtig geguckt. Und hier ist der Keller. No. Ich glaube, der erste Gen wird gleich angehen. Ja. Sie hat 5 Entschärfer-Dinger dabei. Nein, 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 nein. Und die Map ist so groß. Es könnte richtig schlecht aussehen. Sie hat 5 Entschärfer-Dinger. Wenn es die ersten 4 nicht sind, würde es sehr knapp werden. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht heilen lassen. Ich muss es jetzt riskieren. So meine Falle loszuwerden. Wenn der Killer zurückkommt, habe ich Arschkarte. Und es gibt solche Schweine im wahrsten Sinne des Wortes, die zurückkommen. Und die dich nicht die Falle loswerden lassen. Und wir haben hier so ein Schwein. Ich wollte halt gern hier anfangen, weil die Falle, der nächste Entschärfer ist da. Ich wollte jetzt nicht erst zu dem Entschärfer-Ding rennen, um dann den Bogen zu rennen, um am Ende wieder in der Shack zu landen. Das ist in meinen Augen unnötiger Weg. Mein Clödi hat sich dazwischen geworfen. Es war schon nett. Aber es bringt halt nichts. Jetzt werde ich wieder aufgehangen. Ja. Clödi hat Glück, sie hat noch keine Falle auf. Und 2 Generatoren sind jetzt angegangen. Sonst wäre ihre Falle, wenn sie dann gerettet wird, auch jetzt schon direkt aktiv. Aber ja,
kurz umbringen lassen? Weiß ich nicht. Es sind noch zwei Generatoren. Juli sieht ja den Typi da oben. Wobei es aussieht, als ob das Schwein kämpft. Juli hat jetzt einen Hook verschenkt. Schwein ist schon wieder da. Und sie ging echt wieder in meine Richtung. Oh. Disconnect! Aber ganz ehrlich, das Schwein spielt sehr unfair. Es hängt zwei im Keller, sie geht vom Keller nicht weg. Am Ende wird sie gleich wieder bei mir stehen. Hat einen Sprungangriff gemacht. Ich habe keine Zeit, mich zu heilen, ist das Problem. Das wird ultra knapp. Okay, der ist es. Wenn sie jetzt noch Nurse's Calling dabei hat. Ich weiß nicht, ob sie David gejagt hat. Der ist dort hinten rumgerannt. Mia macht hier gerade einen Gen. Dort gehe ich gleich mit hin, wenn ich geheilt bin. Ich weiß nicht, oben, der ist nicht an, ne? Oder war der an? Ich weiß es nicht. Ich habe es irgendwie nicht so ganz voll genommen. Weil ich... Doch, der ist an. Weil ich davon ausgegangen bin, dass ich eh tot bin. Das heißt, wenn oben der ist, ist der hier nicht, ne? Hier ist eine Kiste meistens. Nehme ich mit. Okay. Es besteht noch eine minimale Chance, dass wir hier rauskommen. Es ist nur die Frage, wo die... Da ist ein Generator am Hügel. Da ist David. Eigentlich nicht gut, dass wir alle auf einem Haufen sind. Adrenalin, David. Nope. Das war's. Nein. Uhuhu.
Ja, kein Nöt. Immerhin, aber hilft uns das? Leute, ich gehe raus. Warum sie ihr jetzt eine Falle aufsetzt, weiß ich nicht. Weil Generator wird... Hier ist die Luke. Generator wird eh nicht mehr angehen. Ich kann nicht retten gehen, David. Ich bin tot. Es tut mir leid, Leute. Tut mir leid, heute ist mein Anti-Mate-Tag, okay? Ich war schon gefühlt tot. Ich bin froh, dass ich es noch irgendwie herausgeschafft habe, okay? Außerdem ist das Schwein bei mir. So. Gott, Leute, ich hätte nicht gedacht, dass das noch was wird mit der Runde. Ich war kurz davor, die Aufnahme zu beenden. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Es war jetzt am Ende wirklich frech von mir, aber wenn du Dead on Hook bist, rennst du nicht mehr rein. Also, in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber das war es mir jetzt nicht wert. Sie hat sehr unfair gespielt. Es hat mich gewundert, dass sie überhaupt vom Haken weggegangen ist. Vielleicht hätte ich mich sogar schlagen lassen sollen, damit David gewusst hätte, dass sie bei mir ist. Ah, zu spät. Ja, sehr, sehr, sehr unfairer Killer, gerade am Anfang. Zwei Leute hängen im Keller und er geht vom Keller nicht weg. Und schlägt die Leute, die Fallen loswerden wollen. Ja. Gut, so ist das. Easy schreibt die Nea. Alles klar. Leute, in diesem Sinne. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Folge Dead by Daylight wieder. Bis dahin. Macht's gut. Bye bye. Adieu.